So, herzlich willkommen zum 63. Let's Play Von von. Nino Kuni, Ja, Fluch der Weißen Königin. wir haben Makassin jetzt wieder zurückgewechselt. Die Hauptkämpfe, die machen wir mit ihm. Und kurz vor den Bosskämpfen holen wir Sven wieder rein. Ja, Den Grund habt ihr schon gegen König Tom gesehen. Ja. Guck mal, ob er die Kralle anlegen kann. Nee. Nee, aber Luffy könnte das zum Beispiel tragen. Guck gerade, wer noch Krallen hat, wer gerade aktiv dran ist. Ist das eine Kralle? Nee, Schwerter. Ja. Hat mit Luffy die Kaiserkralle. Ja, er kann. Katzenkralle. Und die, naja. Genauigkeit Angriff ist halt. sinkt, aber Genauigkeit steigt. 45 Genauigkeit. Ah, lassen wir also trotzdem wegen Schmieden. Man kann die ja verschmieden und so, Du deswegen kann. meinst für Alchemie? Ja, da brauchen wir ja auch noch ein paar Dinger. Da gibt es ja auch irgendwann noch eine Trophäe noch. Ja, dann geht's erstmal Ja, los komm hier. her, du, was auch immer du darstellen willst. Ja. Muntre Maid, Kehl trockener Kunde und kühner Krieger. Ja. Naja, so kühn sieht er nicht aus. Ja, der ist er. Und weg ist er. Ja, jetzt ist ein schlafender Krieger. Easy. Nehmen wir hier auch jeden Gegner mit? Ja. Eine volle Amphore ist da unten. Barbarenprinz, Geldverschwenderin. Geldverschwenderin und Curry Herbs. Na, gucken, wenn du dein Geld schon verschwendest, dann gibt's das gleiche. Du meinst die Geldverschwenderin? Ja. Bevor ihr dir als Zigaretten oder irgendwas davon kauft. Na na. Dann gibt's lieber uns das Geld. Na na. Keine Zigaretten hier erwähnen. Ja, was war das denn? Keine Ahnung. Aber du hast ihn berührt. Barbaren Bauer, Tauben Tussi und allwissender Altherr. Naja, allwissend sieht dieses Frischende etwas nicht aus. Ja, wer weiß, ob du überhaupt das weißt. Ja, Ja, Politiker. Critical Hit. Auch wenn man das nicht unbedingt einsaugt. Auch wenn man das nicht unbedingt brauchen. Ja. Kakasino und Beuzebub hat ein Level gekriegt. Ja. Beuzebub. Was sie noch so rumkriegt. Ah, zwei. Ja, komm an. Zwitschervogel, Spezialist und Sonnenscheuer. Also der mag keine Sonne. Ja. Kann mir mal gut vorstellen bei dem Tarn, den diese Monster haben, ja. Ja. Die waren aber sehr schnell vorüber. Ein bisschen zu schnell schon. Ja. Schurf. Katzenkorb, Kundin und Urlauber und knuffiges Kind. Naja, denn wenn er schon eine Katzenkorb ist, hätten sie aber ein anderes Tier nehmen können. Eine Katze oder so. Als einen Karpfen. So eine Karpfenkröte. Ja. Es ist eigentlich ein Gegner aus Final Fantasy. Ein Fischburger. Ja, passt sogar, waren ja. War ja ziemlich fischig, das eine Monster. Naja. Mal gucken, was da drin ist. 15 15 Schnapp. Gulden. Jetzt schon wieder jemand sein Taschengeld da liegen lassen. Vielleicht einer von den beiden hier. Und wer sie jetzt rächen? Kreischender Krämer, hübsche Händlerin und flötende Verkäuferin. Hübsch? Wieder? I don't know. Du weißt, was ich meine, ja. Ja. Schlurf, schlurf. Mann, bist du träge. Schausteller, hilfreicher Hausierer und Curry Mampfer. Na dann, guten Hunger. Ja, das Zu könnte sogar bei Pferdekopf. dir gleich ausfallen. Zu Pferdekopf. Man sieht ja.
Grün 0, Blau 0, weil wir hier nichts verbrauchen an Mana. Ja. Und HP sehr gering. Jo, kommen gleich alle drei angeflitzt. Da kommst du. Kuba in der Wache, lieber Ladenbesitzer und. Unschuldslahm. Ja, da glaubt. Die Unschuld sind. Gerade so ein Karpfen. So eine Karpfenkröte? Ja, Bomb. Nee, war schuldig. Schuldig im Sinne der Anklage. Ja. Wäre jetzt irgendwie ulkig. War ein ganz anderer Monster. Ja, als die hier angelaufen kamen. Ja. Aber egal. Barbaren Bäcker, Kecker Kekshändler und Träger Tölkel. Ich kann mir schon denken, dass der Barbaren Bäcker Dings ist. Rajit eher unwahrscheinlich, falls du das meinst. Wenn du nicht entkommen bist? Soweit ich weiß, war Rajito auch mit auf dem eisernen Drachen. Ah, genau. Hyperaktive Hausfrau, eklige Enkelin, eklig, naja. Und perplexer Pensionär. Letzter Vorhang again. Der nächste Kopf. Satz mit X war wohl nix. Vielleicht wirkt das auch nur auf Menschen oder so. Und nicht auf. Auf Tiere hier. Die Vertraute. Ja. Ein Fischburger. Curryknirps again. Wahrscheinlich ein Weib nicht einmal gewesen. Curryhaus Wirt und Curryhaus Küchenhilfe. Der Hauswirt hätte dieser Stand. Der darf es halt. Ja. Der ist ja hier weg, der war ja hier auf diesem Plaza. Ja, und ich bin genau auf der Richtung, wo er war. Wo der Stand war. Ja. Ist halt hier oben, hier vorne so. Da hier. So in der Ecke steht er eigentlich immer. Ja, hier so. Na, vorher sind auch nicht voll. Das sind die beiden Stadtwachen. Ja, Kubaida. Müßiger Musikant, Gardisten, Grünschnabel und Müßiger und Palastwache. Also der war definitiv eine Palastwache. Ja. War definitiv einer von den Wächtern. Ja. Man kann ja irgendwie erahnen, was sie sein gewesen sein könnten. Ja. Oh, die zweite Wache. Palastwache. Schuhbewohnerin. Ja. Und lockige Liesel. Bewohnt ihr den Schuh oder so? Könnte man meinen. Ja. Muss aber ziemlich groß sein, der Schuh. Ja, dann immer auch. Oder ein Schuhhersteller oder so. Ein Schuster meinst. Ja. Genau gesagt, ein Schuster. Boah, hier über ihn kriege ich auch so wenig. Ja, und bei der Genauigkeit ist gar nichts gestiegen. Ja. Befähigter Botaniker, Milchmann und Milchhassermarkt. Ich hasse Milch. Na, dann ist sie ja falsch. Ja. Das Kätzchen ist blind, darum triffst du nicht. Manchmal triffst du. Aber nur manchmal. Und das wirkt doch nur für einen Kampf. Im nächsten Kampf kann die Katze wieder sehen, ja. Ja. Ja, du scheinst hier der Letzte zu sein. Vor der Kulifin. Ja. Räuberhauptmann, Schuhe, Kumpan, oder? Ja. Und warmblütiges Weib. Also die beiden Pferde am Eingang zu dem Palast von der Kulifin, da war klar, dass das die Wachen waren, die sonst immer da standen. Ja, wenn wir wollen, können wir ja nach dem Schweinsfortkampf dieses Gewinnendings machen. Die
Spielhalle meinst du, ja? Ja. Ja. Du tauschst mal wieder. Weil wir gleich der Polyphin gegenüberstehen. Da würde ich erstmal sagen, dass es für dieses Video war und wir werden die Polyphin gleich platt machen. Ja, Königin Lakitizia oder wie sie hier heißt. Ja. Bis später. Ciao.